Zu Beginn gesagt, auf den Tag genau, beinahe vor 8 Jahren saßen wir auch hier und in diesen 8 Jahren ist unglaublich viel passiert. In Ihrem Land, in der Sowjetunion damals noch, Sie kommen aus Aserbaidschan, in der Politik, für Sie privat und im Schach. Was von all diesen Dingen, die um Sie herum gewirbelt sind, hat Sie am meisten berührt? Surprisingly, I don't think there's a single event that influenced me most. Überraschenderweise kann ich gar nicht an ein einzelnes Ereignis denken, das mich am meisten beeindruckt hätte. Nur die 90er Jahre sind halt in ihrer Mitte völlig anders als die 80er, fast wie das Jahrhundert gegenüber dem letzten. Ich freue mich sehr auch über das Tempo des Wandels natürlich, denn dadurch entsteht ein so einzigartiges Umfeld, in dem wir leben dürfen. Und ich weiß nicht, ich freue mich aufs 21. Jahrhundert mit großen Erwartungen, denn wir haben schon dieses Glück, in dieser spannenden Zeit zu leben. Ich sagte, im Schach hat sich auch sehr vieles verändert. Zum Beispiel gab es heute in München, oder gestern und heute, zum ersten Mal auf deutschem Boden eine Ansammlung von Großmeistern, wie es sie noch nie gegeben hat. Und die spielten gegen einen Computer mit dem Namen Fritz. Wie hat er sich denn gehalten, der Fritz? No, but it was the random competition. Es war ein sehr, sehr starker Wettbewerb, in dem nach einem Zufallsprinzip die Leute gegeneinander spielten. Das Einzigartige an diesem Blitzschachturnier lag in dem Umstand, dass einer der Teilnehmer dieser Computer war. Vor 5 Jahren, würde ich sagen, hätte jeder ja gelacht, wenn man gehört hätte, ein Computer soll da an den Start gehen. Aber heute ist das anders. Heute stehen wir vor diesen enormen Fortschritten, die diese Maschinen gemacht haben. Er hat sehr gut abgeschnitten, hat sich gut geschlagen. Er war im Hauptturnier mit mir ex aequo Nummer 1 und dann habe ich mich sehr konzentriert und habe dann im Stechen gewonnen. Wir haben einen Film, Stefan Bier hat den gemacht und dann kriegen wir so ein bisschen einen Eindruck von dem, was sich dazu getragen hat bei den München. Schauen wir mal. Ihm hielt Fritz am längsten stand, bis es dann doch soweit war. Der Weltmeister bewahrte die Menschheit vor einer Blamage, so durfte man es sehen. Der menschliche Geist hielt die künstliche Intelligenz in Schach, dieses Ding, diesen Fritz, wie er sich nennt. Aber der Reihe nach, es war das wohl bestbesetzte Schnellschachturnier überhaupt. Zeit war Geld, $50.000 zu gewinnen. Nicht Stunden wie sonst, nur 5 Minuten blieben jedem pro Partie. Zeitüberschreitung, gleich Niederlage. First round. Die Weltbesten der Branche saßen sich gegenüber. Der Titel Großmeister, das Gütesiegel ihrer Zunft. Ziel eines jeden, den Weltmeister schlagen. Gary Kasparov seit 9 Jahren Champion. Jede Gelegenheit kommt da gerade recht. Und wenn es nur beim Blitzschach ist. Für Nigel Short etwa, der als letzter erfolglos mit Kasparov für den Titel spielte. Oder den Inder Vishyanand, vor Wochen Sieger beim ersten Grand Prix-Turnier des neuen Profischachverbandes. Auch Wladimir Kramnik, der im selben Turnier Kasparov schlug. Deutschlands Bester, Robert Hübner war dabei und Peter Leko aus Ungarn mit 14 der jüngste Großmeister aller Zeiten. Zunächst jeder gegen jeden, also auch gegen Computer Fritz und alle staunten. Nicht, dass sie ihn nicht kannten, die meisten Spitzenspieler nutzen das Programm zu Trainingszwecken. Doch der neue Fritz, Fritz Nummer 3, ist schneller, besser geworden. Ein paar Gramm nur wiegt das Gehirn der Prozessor, der pro Sekunde zigtausend Spielzüge berechnet. Da stand er, Klein Fritzchen, und siegte. Nur 2 von 17 Partien gingen in der Vorrunde verloren. Sogar Weltmeister Kasparov konnte er schlagen. Das mechanische Vehikel zur Verständigung mit dem Gerät ist nur ein Handicap. Je kürzer die Bedenkzeit, desto größer der Nachteil für den Menschen. Kasparov selbst hat ein wenig Mitschuld an der Entwicklung. Schließlich war er einer der ersten in der Szene, die den Vorgänger von Fritz zum ernsthaften Partner erhoben. Seitdem wurde Fritz immer besser. Diesmal beinahe fast besser als Kasparov selbst. Stellvertretend für den Rest der Welt wunderte sich Deutschlands Schachpapst Helmut Pfleger. Also dieser Fritz, der ist ja wirklich ein wahres Untier, ein Siliziummonster, wie er also auch schon genannt wurde da. Und es ist also unglaublich für mich, wie gut der hier mithalten kann. Also man dachte vielleicht 50%, aber plötzlich spielt er in der Spitzengruppe mit. Und wenn das so weitergeht, also dann läuft ja gar noch Kasparov den Rang ab. Es schien so weit zu kommen. Mensch und Maschine kamen als beste punktgleich ins Finale. Kasparov, zuerst mit Schwarz, wackelte. Jetzt. Was ist denn da los? Das hat er doch glatt übersehen.
Ja, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Stand einfach gleich mit G3 vor. Ja, jetzt ist Remis. Das gibt's doch nicht. Nur unentschieden nach großem Vorteil, der Weltmeister in der Krise, die Erklärungen bei Fritzens Hintermännern. Großmeister, die sind bei dieser schnell kurzen Bedenkzeit auch fehleranfällig. Die machen Fehler und das Programm nutzt das dann gnadenlos aus. Zu mehr als einem weiteren Remis reichte es dann doch nicht mehr für Fritz. Kasparow gewann das Finale 4:1. Gottlob, waren sich nachher alle einig, noch einmal davongekommen. Die Weiterentwicklung der Programme ist bereits beschlossene Sache, eine Frage der Zeit. So scheint es, wann die Denkleistung die des Menschen übertreffen kann. Sorgen macht sich ein Schachprofi deswegen allerdings noch lange nicht. Nein, das ist ganz einfach. Wenn die Computer wirklich so stark werden, werden wir sie nicht mehr mitspielen lassen. Sie laufen ja auch die 100 Meter, nicht gegen einen Ferrari. 100 meters, you're not competing against a Ferrari, you know. Noch hat Kasparow seine softwaregesteuerten Widersacher einigermaßen unter Kontrolle. Den Schnellschachkollegen blieb in München erst einmal das Nachsehen hinter dem Champion und einem gewissen Fritz. Sie haben vor Jahren mal gesagt, es sei für Sie nicht leicht, sich vorzustellen, dass irgendwann die Maschine über den menschlichen Geist triumphiere. Und jetzt müssen Sie sich damit abfinden. Nein, man muss da ganz klar differenzieren zwischen dem Blitzschach und dem normalen Schach. Beim Blitzschach spielen wir ja nicht Schach, da reagieren wir aus dem Instinkt heraus. Da hat man 4-5 Minuten für eine ganze Partie und da kann man nicht so berechnen, da schiebt man einfach die Steine vor. Das Spiel ist natürlich voll von Fehlern, wenn es so angelegt ist. Aber wenn zwei Menschen einander gegenüber sitzen und ich mache einen Fehler, Sie machen einen Fehler, das ist was anderes, als wenn Sie so aus dem Instinkt spielen. Aber wenn Sie gegen den Computer spielen, dem sind Instinkte völlig wurscht. Dem ist das alles egal. Wie warm es im Raum ist, wie viele Leute da sitzen. Psychologischen Druck hat er gar nicht. Wenn Sie einen Fehler machen, sind Sie weg vom Fenster. Und deswegen, das ist die Erklärung, warum das normale Spielen im Blitzschach ja auch ganz unberechenbar ist eigentlich. Aber man muss doch sagen, beim klassischen Schach, wenn man Zeit hat, dann hat der Computer immer noch funktionale Probleme in der Auswertung von Positionen und Stellungen. Und im Blitzschach, auch da gilt das, wenn es gelingt, den Computer aus einer offenen Stellung ein bisschen in die Enge zu bringen, wo es nicht so ganz eindeutig ist, wer nun vorne liegt. Das Komische daran ist, man sieht die Unterschiede in der Anlage des Computerspiels vom Amateur bis zum Spitzenspieler, bis zum Großmeister rauf. Das meiste kommt auf die Stellung an, in der man sich befindet. Und wenn man keine Zeit mehr hat, wenn Zeitdruck kommt, dann kann man den Computer nicht zwingen, in meine Richtung zu spielen. Machen Sie das gern mit Computerspielen? Yeah, it's sometimes quite embarrassing. Manchmal bringt einen das ganz schön in Verlegenheit. Und nervt einen auch, weil man nicht glaubt, dass man verlieren kann, aber es kommt ziemlich oft vor. Im Moment keine Konzentration, man sieht irgendwo hin, dann ist schon Schluss, dann ist schon Feierabend. Aber ich glaube, es ist für uns wichtig, gegen diese Maschinen zu spielen. Denn Schach ist doch der einzige Bereich, in dem man wirklich das menschliche Gehirn mit dem vergleichen kann, was der drin hat, die künstliche Intelligenz. Und das sind wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse auch. Ich hoffe auf sehr starke Computer im klassischen Schach. Denn da sprechen wir von etwas völlig anderem, nur eben auch sehr spannend für die ganze Umgebung. Denn da kann man sicherlich Erkenntnisse auch für die Zukunft beziehen, ob die Computer so stark werden, dass sie uns irgendwann sagen, was wir tun müssen. Also Sie haben jetzt sehr schön in ganz kurzer Zeit dieses neue Phänomen beschrieben. Die Schachwelt muss sich aber nicht nur daran gewöhnen, sondern auch daran, dass Sie zum Beispiel eine eigene Schachorganisation aufgebaut haben. Sie haben sich von dem Internationalen Schachverband, von der FIDE, getrennt und gehen eigene Wege. Warum haben Sie das gemacht? Ich denke, das Schach befindet sich heute in der gleichen Übergangsphase wie Tennis und Golf, vielleicht vor 25 Jahren.
Wir brauchen ein professionelles Umfeld. Und dieser internationale Verband ist ein etwas überkommener bürokratischer Verband, der dieses moderne Getriebe gar nicht mehr so handhaben kann. Und da brauchen wir etwas Dynamischeres, wo auch Sponsoren dann kommen, das interessant finden, neue Veranstaltungen aufgelegt werden. Und bisher geht das mit sehr großem Erfolg. In einem Jahr, das wir bisher bestehen, haben wir mehr Geld aufgebracht für die Schachspieler als die FIDE in 15 Jahren. In 50 Jahren. Ich denke, jeder professionelle Sport funktioniert irgendwo so. Nur, warum wir so spät erst gekommen sind mit diesem Schritt, weil wir erst heute die Technologien haben, mit denen das Schach so attraktiv werden kann, die öffentliche Aufmerksamkeit erwecken kann, mit der besonderen Software, mit der man auch im Blitzschach Demonstrationen machen kann. Das ist sofort auf dem Bildschirm. Früher gab es diese Dinge nicht, diesen Ansatz überhaupt nicht. Ist aber nicht die Gefahr groß, dass es so ähnlich wird wie bei den Boxern, dass es jede Menge Weltmeister gibt und keiner weiß, wer ist der Richtige. Also Karpov, ich sage jetzt mal Ihr Erzfeind, über den haben wir ja vor 8 Jahren auch sehr intensiv gesprochen, ist ja Weltmeister der FIDE. Sie sind Weltmeister Ihrer Organisation. Er hat Sie neulich mal geschlagen im März, glaube ich, bei einem Superturnier. Wer ist denn jetzt der wahre Weltmeister? No, but the fact is that the history of the World Championship counts 108 years. Die Geschichte der Weltmeisterschaften ist ja 180 Jahre alt und der internationale Verband ist erst seit 45 Jahren federführend. Die FIDE, die Geschichte des Schachs kann nicht daran gemessen werden. Man kann nicht sagen, die ist weg, weil es jetzt zwei Organisationen gibt oder die eine oder die andere. Das ist nicht so. Man kann eigentlich nur die Weltmeister hinbringen. Solche Turniere wie das hier zählen dafür nicht, auch nicht wie das im März. Ich habe meinen Titel in einem solchen Turnier gewonnen, habe ihn mehrfach in einem solchen Turnier bereits verteidigt. Wir haben die legitimen Spieler dabei, die eben auch als Herausforderer auftreten können. Ich halte es nicht für möglich, dass es so eine Entwicklung nimmt wie das Boxen. Ausgeschlossen. Aber selbst beim Boxen gibt es eigentlich nur einen Weltmeister. Andere verhängen sich an, zum Beispiel Schwergewicht. Da spricht man eigentlich auch von Qualifikationskämpfen. Wenn Sie jetzt dass sich mal genau ansehen, dass eigentlich nur der große Weltmeisterschaftskampf wirklich maßgeblich. Ich denke, es geht um öffentliche Anerkennung und Ergebnisse bei den Turnieren. Das sind die wichtigen Dinge. Unser Dolmetscher Jürgen Stähle übersetzt nach Art des Blitzschachs. Hervorragend, Jürgen, tadellos. Wir werden gleich die Revanche machen hier mit Fritz. Die Revanche für München. Und ich bin gespannt, wer diesmal der Sieger sein wird. Aber vorher lassen Sie mich noch fragen, wir haben eben Kramnik gesehen, Wladimir Kramnik, 18 Jahre alt. Neulich in Moskau haben Sie, glaube ich, gegen ihn verloren und alle Welt hat gesagt, da ist der neue Schachkönig. Ist er das schon? Er spielt in Deutschland, er spielt für Empor Berlin und ist wohl ein kommender Mann. Ist das für Sie schon eine große Konkurrenz? Man verliert ja mal, auch der Weltmeister verliert. Eines Tages werde ich meinen Titel verlieren. Da gibt es auch gar keinen Zweifel daran. Ich denke, Kramnik ist einer der großen Prätendenten auf den Thron, wenn man das so sehen will. Ein enormes Schachtalent. Der Unterschied zwischen uns macht genau 12 Jahre. Wie zwischen mir und Karpov, wenn Sie so wollen. Und ich denke, er hat alle Qualitäten für einen Weltmeister oder die meisten. Aber die Weltmeisterschaft, das ist auch ein bisschen was von einem Roulette. Man braucht alle Qualitäten und ein kleines bisschen Glück. Und es gibt starke Spieler wie den Inder Vishwanathan, den wir auch gesehen haben im Bild gerade. Ich würde sein Talent allen anderen vorziehen, denke ich. Er ist sehr, sehr talentiert. Ich habe in Moskau verloren, aber ich habe mich schon revanchiert. Da wurde ein Fehler gemacht. In München habe ich ihn geschlagen. Was mich noch interessiert, ganz persönlich, ist, Sie haben sich vor einiger Zeit von Ihrer Frau getrennt und Sie haben gesagt, mein Leben ist so chaotisch, ich weiß auch nicht, wie ich das anders regeln kann. Es ist sicherlich sehr schwer für einen Partner. Jetzt haben alle Anhänger von Garry Kasparov die Sorge, er ist nicht mehr unser alter Garry. Sind Sie noch der, der Sie waren in den vergangenen Jahren? Oder, ich meine, unabhängig davon, dass Sie älter geworden sind, dass sich, wie wir eben durchgenommen haben, die Welt geändert hat. Hat Sie das entscheidend verändert? Ach, wir alle ändern uns ja auch mit der Erfahrung im Leben. Ich würde nicht sagen mit dem Alter, ich bin gerade mal 31. Aber die Erfahrung verändert uns, das Leben verändert uns. Viele Dinge sehen wir mit neuen Augen an. Und natürlich, ich habe so viel gesehen und erlebt. Ich habe jetzt schon 3 komplette Leben hinter mir, denke ich mal.
Und deswegen musste ich diesen Wandel herbeiführen. Das war ganz unvermeidbar. Und manchmal fehlt es mir ein bisschen an der Naivität, die ich vor 10 Jahren vielleicht noch hatte. Aber so ist das einfach. Ich sagte das auch eingangs. Es ist eine so aufregende, faszinierende Zeit, mit der man einfach Schritt halten muss. Daran glaube ich. Ich bin auf der richtigen Spur. Wenn ich 8 Jahre zurückdenke, nach meinem Empfinden haben Sie sich nicht entscheidend verändert. Und jetzt spielen Sie gegen Fritz. Hat der Weltmeister da doch ein bisschen Bammel zu verlieren? Ja, aber es kommt ja darauf an, welche Ziele ich mir stecke. Will ich das Spiel gewinnen oder will ich eine tolle Partie spielen? Darauf kommt es ein bisschen an. Das sind dann zwei ganz verschiedene Perspektiven. Wir probieren das. Wir sind in einer anderen Atmosphäre. Dennoch, Garry Kasparov ist ein routinierter Mann, der viele, viele große Schachschlachten hinter sich gebracht hat. Herr Friedl, Sie sind so nett und kommen in die Nähe, damit er auch einen Beistand hat. Ich glaube, Garry braucht das. Jürgen Stähle versucht, auch das zu übersetzen. Er wird also selber kommentieren, wird sicherlich stückwerkhaft das Ganze hier jetzt begleiten. Wir wollen mal sehen, ob wir das hinkriegen. Also Sie machen den Computer fit. Der kostet diese Diskette, die da drin ist, kostet 200 Mark, kann man überall kaufen. Man fragt sich, was steckt in einem solchen Teufelsding, was ist das besonders Hinterhältige? Und die Schachwelt ist elektrisiert in dieser Zeit, da es immer neue Computer gibt mit immer neuen Programmen, die 250.000 Positionen speichern können. Aber jetzt wollen wir mal schauen. Partien. Was Fritz hier zu bieten hat. So, ich mische mich nicht ein. You're black, okay. Also er hat weiß. Gut. So, Sie spielen mit weiß. Nein, spielt mit schwarz. Er spielt mit schwarz. Aber ich habe 4 Minuten. Und der Rechner hat 2 Minuten. 2 Minuten Zeit. You know, Miles is not convenient and he'll disturb me also. I'll try not to disturb you. Okay, ready? Okay, yes. So, C4. Now, let's do this. You prepared this, yeah? Das war wohl vorbereitet. Nein, das geht jetzt aus dem Instinkt, reflexartig. Nur was wollen wir? Wollen wir uns amüsieren oder muss ich gewinnen? Please, more fun. Wollen wir uns amüsieren? More fun, yeah? Okay. Er sagt lieber Jux machen oder soll ich gewinnen? It's not a serious game. Ist aber kein ernsthaftes Spiel. Now fun, sagen. Yes? Yes. Okay, fun. Also machen wir Fun. Gut, dann opfere ich jetzt mal eine Figur. Völlig gegen die Regeln des Spiels, das muss ich dazu sagen. It's fun, you know. You wanted fun, yes? Sie haben gesagt Fun. Wir wollten Spaß haben. Jetzt muss ich einen Moment mal nachrechnen. Manchmal muss man auch rechnen, wenn man so spielt. Sieht doch interessant aus. Nee, das kann ich nicht machen mit dem Läufer. Aber Sie wollten ja Spaß bei der Partie. Aber wenn es geht, hätten wir auch gern, dass Sie gewinnen. Das habe ich ja erklärt. It doesn't necessarily go together, you know? Das passt nicht immer notwendigerweise zusammen. Das ist extrem gewagt, was er macht. Ja. Yeah, that's exactly. That's I really explained it. Das stimmt, das habe ich ja schon erklärt. Okay. Man muss Schach spielen wie Tischtennis jetzt. Oh, Fritz is worried. Oh, jetzt hat Fritz aber Kummer. Er zeigt es unten an in der Bewertung. Who's in trouble? Wer hat Probleme? Fritz slightly nervous. Ja, Fritz meint, er liegt ein bisschen hinten. Unterstützung. Okay, now I have to, unfortunately, das musste leider sein. I have to change. Muss was umstellen. Beide Seiten haben etwa 1,5 Minuten jetzt.
Zeit ver... Nein, noch übrig. Das zählt jetzt rückwärts. Ja. Jetzt habe ich nicht genug Zeit, das steht mal fest. Das ist unfair. Not fair. Das ist nicht fair. Ups. Oh, jetzt hänge ich aber da. Jetzt hat er die Nase vor. Verfolgen, könnte auf ein Remis hinauslaufen. Sagte ich ja. Fun oder absolut nur der Sieg, das passt nicht immer so zusammen. You better concentrate now. Jetzt aber höchste Konzentration. Ja, jetzt soll ich mich konzentrieren. Erst soll ich Spaß machen auf dem Brett. Ich habe es vorher gesagt. Sie mussten sich entscheiden. Sollen wir eine Pause machen? Either fun or just... Fun, only fun. Only fun. Oh, jetzt ist es aus. Jetzt habe ich verloren. Das ist das Problem an diesem Spiel. Ich bin völlig gegen das vorgegangen, was ich gesagt habe. Ich habe eine gute Stellung gewonnen, aber das macht letztlich nicht den Sieg aus. Da war jetzt auch ein bisschen Ablenkung dabei. Im Finale in München habe ich sehr defensiv gespielt und den Computer kommen lassen. Da musste der sich was ausdenken. Kein Problem. Sehr eindrucksvoll, wie ich finde. Und Sie gehen nicht als Verlierer hier aus diesem Studio. So nicht. Danke. Darf ich mal den Ball haben? Was ich sehr bemerkenswert finde, man sieht ihm an, dass er nicht gern verliert. Das ist auch okay. Haben Sie mal was anderes gespielt als Kind, denn Schach? Oh, gab es mal beispielsweise Fußball oder irgendetwas anderes? I hit a couple of times this. Ja, ein paar Mal habe ich auch gegen so ein Ding getreten. Ja, Gewichtheben habe ich mal Vielleicht gemacht. Soll ich das mal machen? Haben wir später noch die Gelegenheit, Sie an unserer Torwand zu erleben. Ich würde unseren Zuschauern gerne sagen, dass Sie diesen Ball kaufen können. Das haben wir letzten Samstag schon angeboten. Aber es ist nicht deutlich genug geworden, dass Sie, wenn Sie den Ball bestellen, bitte einen Verrechnungsscheck in den Umschlag stecken sollten. Der Ball kostet 49,50 Mark. Wenn Sie also einen Scheck reintun, Verrechnungsscheck, kein Barscheck, dann flutscht die Sache sehr viel leichter. Sie machen das? Das ist der offizielle ARD-ZDF-Ball für die Fußball-Weltmeisterschaft mit tollen Autogrammen. Also 49,50, Scheck in den Umschlag, zack. Alle Welt weiß, Gary bleibt noch hier. Herzlichen Dank, der Beifall war schon mal kurz zu hören. Danke. Alle Welt weiß, dass sich die deutsche Fußballnationalmannschaft zurzeit in Malente, ganz hoch oben im Norden Deutschlands, in einem wunderschönen Eck, auf die Fußball-Weltmeisterschaft vorbereitet. Und mein Kollege Harald Clausen ist wie alle, die zurzeit auf der Suche sind, nach dem Geist von Malente unterwegs gewesen. Und hier ist ein Bericht vom Tage. Alter, muss das aushalten. Keiner. Gratuliere. Ich kann dich da nicht hängen lassen. Gary, herzlichen Dank. Abgelaufen. Ja. Noch lange. Pokale gibt es leider nicht bei dieser Gefechtslage. Da war noch der Ball. Das ist der Ball, der gehört Jürgen, glaube ich, hat noch keinen, ne? Oder? Nein, Klaus Schlappner hat noch keinen. Jan Abu, komm. Ja. Komm auf. Der nächste Mannschaft liegt. Nehmen Sie ihn mit. So. Und die Redaktion erlaubt sich, jetzt schon zum Geburtstag zu gratulieren. Wir sind da ja nicht so pingelig. Ist noch 14 Minuten, ist er noch 53, dann 54. Peking-Ente mal ganz anders. Ganz toll. Ganz toll. Alles gut. Das macht mir richtig verlegen. Dankeschön. Danke. Danke. Jürgen. Alles Gute. Danke. Nehmt Platz. So. Ja, bitte. So, wir kommen zum Ende und gucken noch schnell in den wunderschönen Schlosspark nach Wiesbaden-Biebrich. Er möchte Pokal
Ah ja, dann soll er den Pokal mitnehmen. Wenn das so weitergeht, werden wir ihn ja doch nicht anders los. Also, wir wollten nach Biebrich gucken, in den wunderschönen Schlosspark. Und vorher wollte ich Ihnen noch sagen, wenn Sie ein Paket Würfelzucker verschicken und schreiben drauf Rembrandt Deutschland, können Sie ganz sicher sein, kommt an. Und es bedankt sich mit Sicherheit das erfolgreichste und das beste Dressurpferd der Welt.